Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Diamant. Wir sind mal wieder auf dem Weg wohin. Und zwar müssen wir, glaube ich, nochmal kurz unsere Pokémon heilen. Das habe ich vergessen. Das wollte ich eigentlich auch noch auf Screen machen. Habe ich aber jetzt gerade mal kurz verpeilt. Müssen wir jetzt eine Aufnahme machen? Egal. Ich bin hier oben zurück nach Elysis geflogen. Denn ich glaube, hier geht's weiter. Alternativ kann man, glaube ich, von der anderen Seite auch von Ewigenau weitermachen. Also von der Stadt der zweiten Arena. Denn die beiden Eingänge bzw. Ausgänge treffen sich hier. Und jetzt, wenn man Stärke außerhalb eines Kampfes einsetzen kann, können wir da auch durch. Vorher hätten wir da nicht durchgekommen, weil da, glaube ich, so zwei Galaktik-Rupe rumstehen und sagen, hey, irgendwas geht doch da beim See der Stärke ab oder so ein Kram. So was erzählen die, glaube ich. Und deswegen kommt man da nicht durch. Und halt erst, wenn man alle anderen beiden Seen gemacht hat, dann kommt man hier auch durch. Und kann halt dann mit Stärke weiter. So, TM Dingensbummens. Wir brauchen jetzt Stärke auf jeden Fall. Das wollte ich auch eigentlich einem meiner Teammitglieder beibringen, weil ich halt wenig Alternativen habe. Das ist eine 80er Stärke. Also bringt's eigentlich. Frage ist jetzt wem. Für Conferno habe ich mir eigentlich noch eine andere Attacke überlegt. Deswegen entweder Buellin oder Luxtra. Was hat denn Buellin momentan für Attacken? Sternschauer kann, glaube ich, weg. Surfer kommt später weg, dafür kommt da Kaskade rein. Dann hat er Knirscher, Wasserdüse, Kaskade und Stärke und Wasserdüse kann rein theoretisch auch noch weg. Das reicht gut. Packen wir das da rein. Notfalls hätte ich in Dollarzahlen wieder verlernt bei Luxtra, aber machen wir es erstmal so. Und pflücken hier ein bisschen was. Da oben sind noch ein paar Trainer, die wir hätten vorher schon machen können. Habe ich aber übersehen damals. Das heißt, wir machen die jetzt noch. Ein weiterer Grund, warum wir von Elysis aus gestartet sind. Wir werden unser Ziel in diesem Part noch nicht erreichen. Das heißt, in zwei Parts werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Stadt sein, wo es auch eine weitere Arena gibt, die wir auch machen müssen, um weiter voranzukommen. So, also erstmal du. Da oben ist eine weitere Kraxa-Stelle, eine Stelle, wo man die vor allem Kraxa braucht. Die werden wir nicht haben. Und auch noch nicht außerhalb von Kämpfen einsetzen können. Also, ist lange noch unnütz für uns. Ein Noctu, eigentlich ein Fall für Luxtra, aber weil ich keine Lust habe zu wechseln und das Level jetzt nicht übertrieben hoch ist, können wir auch mit Buellin draufhauen. Surfer. Alles klar, vielleicht hätten wir lieber wechseln sollen. Jetzt ist die Frage, gegen neutrale Pokémon ist der Surfer besser? Weil wir Step haben, aber einen niedrigen physischen Angriff? Oder ist der Stärke besser, weil wir einen hohen niedrigen speziellen Angriff, meine ich natürlich. Oder Stärke besser, weil wir haben zwar keinen Step drauf, aber dafür haben wir einen hohen physischen Angriff. Oh, Stärke ist besser, alles klar. Also Kaskade wird langsam Zeit, dass wir das bekommen. Damit wir auch endlich eine starke physische Wasserattacke haben, weil mit Step wird die dann noch mehr abziehen können. Also merken gegen neutrale Pokémon, ich brauche da gar nicht durch. Merken gegen starken, gegen neutrale Pokémon lieber Stärke einsetzen. Du hast ein Bronze. Da sind wir auch eigentlich komplett falsch gerade. Knirscher sollte normal effektiv sein. Wasser sollte, glaube ich, nicht viel bringen und Stärke halt auch nicht, wegen dem Stahltypen. Dann greifen wir halt neutral an. Dann haben wir das Viech auch in zwei Schlägen weg. So. Danke für diese unglaubliche Herausforderung, mein Freund. Weiter geht's. Ich bin stark. Wirklich? Ja, ich bin stark. Ich bin stark. Okay, jetzt bin ich bereit. Boah, hast du mich erschreckt. Du wirst gleich verstehen, wieso ich du diese... wenn du diese TM gesehen hast. So, TM 77. Und das ist...
Angenommen, dein Gegner verwendet Härtner und erhöht seine Verteidigung. Wenn ein Pokémon jetzt Psycho Plus verwendet, erhält sie die gleiche Verteidigungsverbesserung wie der Gegner. Und das bezieht sich auf alle Statusveränderungen des Gegners. Also wenn der Gegner seine Statusveränderung erhöht, dann kannst du Psycho Plus einsetzen und kriegst genau dieselben Statusveränderungen, wie der Gegner bei sich getan hat. Also auch wenn er seinen eigenen Angriffswert pusht und so einen ganzen Kram. Oder seinen eigenen Spezialverteidigungswert und sowas. Du kriegst halt dann dieselben Verbesserungen. So kannst du zum Beispiel den Gegner seine Werte pushen lassen, während du die ganze Zeit angreifst. Und wenn der Gegner dann seine Werte hoch genug gepusht hast, dann übernimmst du die einfach mit Psycho Plus und dann, ja, hat er zwar schon Schaden gefressen durch deine ganzen Angriffe und du hast trotzdem dieselbe Verbesserung wie er. Gegen Online-Gegner in gewissen Fällen, in manchen Situationen sicherlich hilfreich, in den meisten Situationen eher nicht. Aber in ganz wenigen Situationen sicherlich hilfreich, deswegen ist es schon gut, dass diese Attacke existiert. Stimmt, gegen neutrale Gegner Stärke besser, habe ich schon wieder vergessen. Hätte ich vielleicht lieber machen sollen, dann wäre er nämlich jetzt down gewesen. Stattdessen sind wir verwirrt und der ganze Kampf kann jetzt länger dauern. Wasserdüse. Gut, es kann auch einfach sein, dass Noctu eine höhere Spezialverteidigung als eine physische Verteidigung hatte. Dann ist meine ganze Theorie wieder widerlegt. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht so war. Bis ich wieder vom Gegenteil überzeugt werde. Level 38. Tschüss, Ninja, Junge Lars. Wir schauen nochmal, was hier unten noch gibt. Tipps für Trainer. Selbst Veteranen können sich in Kraterberg verirren. Trainer sollten genügend Eis und Medizin dabei haben, wenn sie den Berg bezwingen wollen. Tipp für uns also. Hier unten ist noch ein Trainer, nehmen wir auch noch mit. Unser Schutz wirkt wohl nicht mehr, das habe ich nicht mitbekommen. Hätten wir dann aber spätestens in der Höhle gemerkt. Denn wir gehen jetzt das nächste Mal in den Kraterberg und diesmal halt auch wirklich richtig. Davor sind wir nur einmal kurz quer durchgerannt. Jetzt geht's richtig in den Kraterberg hinein. Und wir werden dann neue Gebiete erkunden. Und damit auch eigentlich die vorletzte reguläre Stadt im normalen Spielverlauf. Wenn ich nicht irgendwas jetzt komplett vergesse, aber ich meine schon. Ich meine, es führt uns zur vorletzten neuen Stadt, in der wir noch nicht waren. Aus dem regulären Spielverlauf. Wie gesagt, im Postgame gibt es auch noch ein bisschen was. Aber vor der Pokéliga wird das, glaube ich, die vorletzte Stadt sein. Also und somit auch erstmal die vorletzte Stadterkundung. Und dann kann man sich eigentlich auch schon denken, dass dort auch die vorletzte Arena sein wird. So. Du hast noch eins. Ich wollte schon weiterlaufen, bis ich gemerkt habe, Moment. Warum kann ich das Pokémon noch wechseln? Ich versuche es jetzt mal mit Stärke. Hat nicht ganz so viel abgezogen. Ja, uns hingegen schon, dafür, dass wir fast 10 Level über ihm sind. So. Und wenn, solange wir noch vor der Höhle sind, können wir uns auch noch mal kurz heilen lassen im Pokécenter. Ist ja gleich hier. So, mach hin. Wir haben nicht ewig Zeit. Die ersten 10 Minuten des Parts sind gleich schon wieder rum und wir haben noch nichts geschafft. Wir sind nicht mal in die Höhle angekommen, die wir eigentlich durchmachen wollten, diesen Part.
Wobei, da sind, glaube ich, nicht so viele Trainer drin, also das sollte relativ schnell gehen. So. Hinein in den Kraterberg. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen Schutz. Wo ist er denn? Schutz, 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 Schutz. Der letzte normale Schutz. Sonst haben wir noch die Superschütze hier. Superschütze. Ein Superschütze bin ich aber. Ich bin ein richtig guter Schütze. Nee, keine Ahnung, noch nie ausprobiert. Ein Fluchtseil. Und da nach links würde es nach Ewigenau rübergehen. Das heißt, da links würde man rauskommen, wenn man den Weg gewählt hätte. Und da waren wir damals sogar hier und da kamen wir halt nicht weiter, weil unten ein Stärkefelsen und oben ein Stärkefelsen war. Jetzt können wir uns das Item hier holen. TM69 Steinpolitur. Das ging vorher nicht. Und jetzt können wir halt auch diesen Weg hier betreten. Allerdings nur von unten macht das Sinn, weil nach oben, wenn wir den von oben nach unten schieben würden, dann würden wir den einfach mit dem Stein, den wir da gerade verschieben würden, selbst den Weg versperren. Das heißt, es geht nur nach oben. Dann verschieben wir den mal und machen hier die Felsen weg. Und ein weiterer Sonderbonbon. Und jetzt betreten wir einen Bereich, der für Leute, die Milotic haben wollten, glaube ich, sehr hilfreich war. Und zwar gibt es hier unten einen See. Und in diesem See werden täglich random, vollkommen random, von jedem Spiel unterschiedlich, 4 Stellen im Wasser ausgesucht. Also wirklich täglich random 4 Stellen in diesem Wasser ausgesucht, in denen es... Was wollte ich eigentlich jetzt machen? Ich wollte, glaube ich, einen Schutz aktivieren, oder? Nee, Quatsch. Ich wollte Auflockern einsetzen. Also täglich 4 Stellen in diesem Wasser werden ausgesucht, in dem es, also die wirklich komplett random sind, in denen es zu 20% einen Barschwar zu angeln gibt. Aber es ist wirklich, dieser See ist relativ riesig und die Stellen sind wirklich random, man kann überhaupt nicht erahnen, wo die sein könnten. Der Stein war so auffällig, den wollte ich mir kurz angucken. Also es ist einfach relativ schwer, ich hatte damals unglaubliches Glück, dass ich, glaube ich, nur 6-mal geangelt habe oder so, das einfach mal 6-mal komplett random im kompletten See und dann habe ich es gleich gefunden und auch gleich gefangen. Und man muss halt erstmal rausfinden, welche von diesen 4 Stellen das ist, wo man jetzt gerade mit dem, mit der Angel angeln sollte, weil es ist ja auch nur bei 20%, das heißt nicht, wenn du einmal an jeder Stänge angelst, sondern du musst ja an jeder Stänge, keine Ahnung, 10-mal angeln, um sicher zu sein, also sicher sein kannst du dir immer noch nicht, aber um dir relativ sicher zu sein, dass es da... Obwohl dieses Mal keins gibt. Ich hätte vielleicht doch den Schutz aktivieren sollen. Vielleicht wollte ich das doch. Pipi gibt es ja auch zu fangen. Ja, brauchen wir nicht. Ja, also sehr aufwendig und sehr, sehr schwierig. Und ja, in der dritten Generation war es ja schon schwer, einen Barschwar zu fangen. Hier fand ich es noch schwerer. Einige meinen, in der dritten Generation war es am schwersten. Ich habe es damals unglaublich schnell rausgekriegt. Also ich weiß, dass man die Worte im Pokémon-Fanclub wohl ändern sollte und dann sollte man da hoch zum See und dann angeln. Dann gab es da wohl auch nur 3 Stellen oder so, wo es das Barschwar gibt. Ich hatte unglaubliches Glück. Ich bin da nämlich hingegangen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Angeln oder ob es Surfen war. Ich glaube, es war sogar nur Surfen. Ich bin da, glaube ich, einmal von oben bis unten runter gesurft und bin dann 3 wilden Pokémon begegnet und alle 3 waren Barschwar. Wodurch ich dachte, dass die nicht selten wären. Bis ich dann gehört habe, dass da Leute wirklich Stunden dran gesessen haben, das Ding nicht gekriegt haben. Also entweder kannte ich eine Taktik, die sonst keiner kannte, oder ich hatte einfach unglaublich Glück, genauso wie ich hier auch unglaublich Glück hatte, dass ich halt, wie gesagt, nach 4 oder 5 Mal Angeln gleich einen Barschwan Angel hatte. Naja. Außerdem war es dann auch noch damals so unglaublich schwer, das Barschwan zu entwickeln, denn man musste ihm ja auch noch, es musste ja hübsch aussehen. Und dafür musste man ja in diesem Fall Knurspe, beziehungsweise in der Generation davor, Beeren geben und so einen ganzen Kram. Also es war unglaublich schwer, Milotic zu geben, zu bekommen. Ab der 5. Generation hat man es einfach mal unglaublich vereinfacht. Und alle Leute, die das auf den schweren Weg gemacht haben, damit quasi voll die Backpfeife gegeben haben. Barschwar ist nicht mehr selten zu fangen, also nicht mehr so selten zu fangen. Und es entwickelt sich jetzt einfach mit einem normalen Item, wie ein Stein. Die Schönschuppe ist das, glaube ich.
Und dadurch quasi alle Leute, die sich das Milotic in den Endgenerationen davor mit sehr viel Mühe und Not tatsächlich hochtrainiert haben. Ja. Wie gesagt, haben einfach eine Ohrfeige bekommen. Weil es einfach unglaublich easy ist, das Viech zu bekommen. Und ihr seht, der See ist riesig und hier gibt es halt wirklich täglich nur 4 Stellen, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, in dem das Viech zu 20% auftauchen kann. Beim Angeln. Da passt du nicht durch. Genug Barschwa-Stories jetzt. Wir nehmen den Sonderbonbon hier noch mit. Ich wusste, dass da irgendwas war. Das hatte ich noch im Gedächtnis. Da aber nicht, oder? Nee. Hier zwischen? Ja, KB+. Und dann sind wir auch schon durch die Höhle. Ging viel schneller als erwartet. Das heißt, in diesem Part werden wir noch ein bisschen was machen. Wir sind im Schneegebiet angelangt. Und damit könnte auch schon ersichtlich sein, was die nächste Arena für einen Typ haben wird. Hier ist auf jeden Fall Bojeli nicht mehr vonnöten, sondern Panferno ist hier hilfreicher. Und hier im Gras gibt es, glaube ich, auch schon unser nächstes Teammitglied. Da oben kommen wir noch mit Krax dahin. Ja, Lava ist das nächste Arena, das stimmt. Sehr gut geschlussfolgert. ja, auf jeden Fall, hier gibt es unser nächstes Teammitglied rein theoretisch schon zu fangen. Das wäre echt cool, wenn man Kombinationsarenen mal machen würde. Eine Lava-Arena zum Beispiel, eine Kombinationsarena aus Feuer und Gestein. Das wäre echt mal eine coole Sache. Dass man halt hier, dass die Arena-Leiter nicht immer nur einen Typ haben, sondern halt auch mehrere Typen haben können. Also dass dann halt in jeder Arena wirklich 2 Typen drin sind. Es gibt ja mittlerweile genug Pokémon-Typen, dass das geht. Und dann sind halt in dieser Arena halt Pokémon drin, die entweder die Typ-Kombination haben. In unserem Fall halt jetzt gerade Feuer-Gestein. Also entweder die Typ-Kombination haben Feuer-Gestein oder die Trainer haben sowohl Gesteins- als auch Feuer-Pokémon. Das würde auf jeden Fall die Arenen an sich ein bisschen spannender machen. Naja, Doppelkämpfe müssen es nicht unbedingt sein. Kann man natürlich auch machen, aber muss es jetzt nicht unbedingt sein. Ich finde allein die Idee, finde ich, sehr interessant. Und würde ich wirklich sehr unterstützen. So, da oben kommt man, wie gesagt, nur mit Kraxler hoch. Und da war aber noch ein Trainer, den ich gerne mitnehmen würde. Ist unser Superschutz schon wieder vorbei und ich habe es nicht mitgekriegt? Oder warum kommen jetzt hier schon wieder wilde Pokémon? Ich krieg das immer nicht mit. Schutz. Scheint wohl schon wieder vorbei gewesen zu sein. Guten Tag. Ich kämpfe nur gegen dich, weil ich das gerne im Let's Play hätte, dass ich gegen dich gekämpft habe. Ein Ambidiffel, das erste Mal, dass man die Weiterentwicklung von Griffel sieht. Ich spoiler mal so weit und sage, dass wir den im Spielverlauf auf jeden Fall noch zwangsweise sehen werden. Allerdings nur in Diamant und Perl. Das heißt, wenn man das Vieh hier in Platin noch nicht im Dex hat, dann sollte man auf jeden Fall zu diesem Trainer hier hingehen. Ansonsten, wenn man den nicht mitnimmt, ist es, da hatte ich, glaube ich, in Platin damals auch die Probleme, dass ich Ambidiffel nicht im nationalen Dex hatte. Also in Diamant und Perl ist das nicht zwangsweise notwendig, weil man wird ihn auf jeden Fall noch im regulären Spielverlauf sehen müssen. Anders kommt man gar nicht zur Pokéliga und kann die auch gar nicht schaffen und hat somit eh keine Chance auf den nationalen Decks. Aber in Platin ist es schon wichtig, dass man das vorher einmal gesehen hat und dass hier ist eine Chance, es vorher einmal zu sehen. So, Bojelin. Es kommt wieder mal ein Psycho-Pokémon. Du weißt, was zu tun ist. Knirscher und weg.
Und dann haben wir hier gleich den nächsten Trainer. Wenn du nicht mit mir kämpfen willst, dann muss ich dich halt ansprechen. Ein Enteron! Auch da sind Panferno vielleicht nicht an der unbedingt besten Adresse. Deswegen wechsle ich auch gleich wieder. Das Levelniveau ist mittlerweile schon etwas höher geworden von den Trainern, deswegen möchte ich jetzt kein Risiko mehr eingehen, mit irgendwelchen neutralen Angriffen draufzuschlagen und dabei das Risiko einzugehen, dass ich selbst Leben verliere. Deswegen kämpfe ich jetzt auch lieber mit den besseren Typen. Mittlerweile muss auch keins unserer Teammitglieder gerade intensiv gelevelt werden. Wir sind alle ungefähr auf einem Niveau. Und deswegen ist es schon schön, wenn man dann einfach so hin und her wechselt, dass halt jeder mal was zu besiegen hat. Und wir halt somit im Typenvorteil sind. Wahrscheinlich hätten wir jetzt damit Panferno da fünfmal draufhauen müssen, hätten dabei dann drei Wasserattacken eingesteckt oder so. Und hätten jetzt viel, viel mehr Leben verloren, als wir es jetzt mit Luxra getan hätten. Und was hat er noch für ein Pokémon? Ponita. Da kommt dann natürlich Boyelin. Ich könnte auch Kopoterus nehmen, aber Boyelin braucht die Level gerade ein bisschen dringender, weil es ist schwächer. Auch da wieder Surfer, weil Wasserdüse kann nichts. Hat Erstschlaggarantie, aber da wir das sowieso sehr schnelles Pokémon haben und dann auch noch ein Initiative plus Wesen, sind wir sowieso meist schneller als der Gegner. Also brauchen wir Wasserdüse eigentlich gar nicht. Du hast noch ein Pokémon, was ist denn noch so auf Lager? Ein Mogelbaum, okay. Dann kann Hypoterus eigentlich mal wieder rein. Ich hätte jetzt tatsächlich mit einem Pflanzen-Pokémon gerechnet, weil er hat jetzt schon Wasser-Pokémon mit Enteron und ein Feuer-Pokémon mit Ponita. Oder sie hat dann Wasser-Pokémon mit Enteron und ein Feuer-Pokémon mit Ponita. Da hätte ich eher mit einem Pflanzen-Pokémon gerechnet, aber es kommt Mogelbaum. Erdbeben und weg. Snivel! Endlich macht sich mal bezahlt, dass wir unser Feuer-Pokémon vorne haben. Ein Eis- und Licht-Pokémon! Mit einer sehr coolen Weiterentwicklung, die leider in X und Y sehr fett aussieht, muss man so sagen. Aber in einer anderen Generation sieht es sehr cool aus. Die Weiterentwicklung wurde übrigens in dieser Generation hinzugefügt. Deswegen ist Snivel natürlich auch im regionalen Decks mit drin. Snibuna. Und das ist ein typischer Fall davon, wo ein relativ... Na, jetzt kein relativ schwaches, aber doch schon... Snivel ist jetzt nicht das schwächste Pokémon, aber auch nicht eins von den stärkeren gewesen, wo man halt das tatsächlich nützlich gemacht hat mit einer Weiterentwicklung, die relativ schnell und relativ starken physischen Angriff hat. Da ist tatsächlich ein Positivbeispiel dafür, dass man es auch mal hinkriegt, in Pokémon, ja, schlechte Pokémon mit einer Weiterentwicklung gut zu machen. Ich habe keine Speckschicht, wie manche der Pokémon sie haben, daher trage ich mehrere Schichten Kleidung übereinander. Wenn du magst, kannst du dich hier ausruhen. Wie du sehen kannst, ist diese Hütte heruntergekommen. Daher kannst du machen, was du möchtest. Alles klar. Wir wohnen in der Dreckshütte, also kannst du machen, was du möchtest. Das war quasi die Aussage von ihm. Ich würde aber sagen, da wir jetzt hier gerade so eine gute Stelle haben, ja, beenden wir hier den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.